Ich grüße euch alle ganz, ganz herzlichst. Heute wieder mal live im TV und natürlich auch im Radio, das wisst ihr ja. Denn wir haben heute einen tollen Studiogast hier wieder bei uns. Freuen wir uns immer ganz besonders, wenn Reinhard Stengel, Schamane und Rainbow Man hier zu uns den Weg ins Studio Ulmen findet. Und das finde ich einfach hervorragend. Ich grüße dich jetzt, lieber Reinhard. Schön, dass du wieder hier zu uns gekommen bist. Und ich weiß, du hast ja wieder mal, ich schaue jetzt gerade mal auf deinen Flyer, ich halte ihn auch noch mal rein, riesengroßen Flyer. Heute geht es mal um die Alchemie von Seele, Körper und Geist und Geld. Und was es damit auf sich hat, ihr Lieben, da werden wir heute jede Menge drüber erfahren. Die Alchemie von Seele und Körper und Geist und letztendlich Geld. Vielleicht sagt der eine jetzt, wieso, das passt irgendwie gar nicht zusammen. Und doch werden wir gleich erfahren, wie doll das zusammenpasst. Reinhard. Ja, zuerst möchte ich mich mal bedanken, dass ich wieder hier sein darf. Es freut mich natürlich und bin jetzt schon, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal hier. Vierten Mal schon, ja. Und es ist natürlich für mich auch immer wieder was in meinem Leben was Besonderes, dass ich einen Teil meiner Sichtweise hier wieder kundtun darf. Schön, und ein Thema, über das wir reden. Ich habe mir lange überlegt, ein neues Konzept zu erstellen und es auch mit einem anderen Namen zu nennen, weil das ja ganz tief aus dem Schamanismus eigentlich kommt. Das ist die Alchemie. Die Alchemie setzt sich zusammen in die richtige Mischung. Die richtige Mischung. Was plant die Seele? Was hat deine Seele vorgehabt? Was möchte sie in dieser Inkarnation erleben? Welche Erfahrungen möchte sie machen? Wo führt die Erfahrungen eine Erweiterung der Seele hin? Was geschieht hier auf der Erde, wo sie im physischen Körper diese Erfahrung machen kann? Und das ist so der erste Baustein bei dieser Alchemie. Das ist die Mischung, der Auftrag der Seele, was mache ich in diesem Leben? Was will ich erleben? Was will ich erfahren? Dann kommt natürlich der zweite Teil dazu. Was sagt der Geist? Der Geist, wie wird mein Geist beeinflusst? Beeinflusst aus früheren Leben, wie zum Beispiel Schwüre, Eide, Gelübde. Wenn du zum Beispiel in deinem Leben früher ein Armutsgelübde abgelegt hast, dann kannst du in diesem Leben machen, was du willst. Du wirst niemals zu Geld kommen. Ja. Auch das ist in deinem Geist verhaftet. Oder wenn du einen Treueschwur abgelegt hast oder ein Eheversprechen, wirst du ständig Beziehungsprobleme haben. Auch das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Alchemie. Was plant die Seele? Wie denkt der Geist? Und diese zwei Komponenten zusammen ergeben die Reaktion des Körpers. Und hier, auf der Reaktion des Körpers, wenn du krank bist, bringst du keine Leistung, dann kannst du nicht funktionieren. Das ist richtig, ja, das ist richtig. Wenn du ein Problem hast mit den Beinen, das ist auch eine Mischung, dass du ständig vor etwas davon rennst oder ständig für jemanden rennst. Auch diese drei Komponenten, die Seele, der Geist und der Körper, wenn man diese Mischung im richtigen Verhältnis hat und das Leben richtig nimmt, dann kommt automatisch der Erfolg, man sagt das Geld dazu, weil Menschen messen ja immer, oder wir Menschen sind so geprägt, dass wir unseren Erfolg natürlich auch mit dem Geld messen, mit dieser Energie Geld. Und ich glaube, es ist bei allen Menschen so und es war bei mir nicht anders. Wir haben bisher nur darauf geachtet, auf den Erfolg Geld. Und dabei haben wir den Körper missachtet, wir haben den Geist missachtet und den Auftrag der Seele. Und wenn man diese drei Komponenten in der richtigen Mischung, man sagt in der Alchemie, das ist ein ganz altes Wissen, und wenn man hier die richtige Mischung trifft, stellt sich der Erfolg automatisch ein. Und das Geld kommt automatisch. Könnte man dann sich vorstellen, Alchemie von Seele, Körper und Geist, jeweils ein Drittel wäre wunderbar ausgewogen. Absolut, das wäre genau die optimale Mischung. Wie stelle ich das fest, ob jetzt wirklich bei mir
das so ausgewogen ist? Was kann ich da für mich erfahren? Wie kann ich das erfahren? Die Ausgewogenheit ist natürlich immer schwierig. Was plant die Seele? Mhm. Was will sie in dieser Inkarnation erleben? Das ist nicht ganz einfach, um die Hintergründe hier zu erfahren. Aber wir haben alle verlernt, auf unser Bauchgefühl zu hören. Ja. Wenn wir auf unser Bauchgefühl hören würden, würden wir automatisch spüren, was die Seele geplant hat. Das stimmt. Ja. Und da hören wir nicht drauf. Ja, das stimmt. Und dann kommt natürlich der Einfluss von dem Geist. Mhm. Der Geist hat was damit zu tun, was mache ich Erfahrungen im Bauch der Mutter? Mhm. Was mache ich Erfahrungen im Kindergarten, mhm, in der Schule, in der Ausbildung? Und später im Leben, welche Erfahrungen mache ich mit meiner Nachbarschaft, mit meinem Umfeld? Mhm. All diese Komponenten des Geistes, die Beeinflussung von außen, mhm, von dem Umfeld, auch von den Medien, alles das hat einen unglaublich starken Einfluss und sorgt dafür, dass wir natürlich immer extrem in der Angst leben. Mhm. Dann kommen natürlich noch viele Komponenten aus früheren Leben dazu. Wie Glaubenssätze, du schaffst es nicht, du kannst es nicht, du bist zu schwach. Auch das sind Komponenten, mhm, die uns steuern. Und dann natürlich die Schwüre, Eide, Gelübde, die du in früheren Inkarnationen, ja, erlebt hast. Und ich glaube, wir lassen noch einen ganz wichtigen Punkt außer Acht. Man sagt, diese Gedankenserie der Ahnenreihe. Mhm. Was hat deine Mutter gedacht? Was hat deine Großmutter gedacht, die Urgroßmutter, die Ururgroßmutter? Und all diese Gedanken, mhm, prägen sich in der Eizelle und haben einen Einfluss auf deinen Geist. Ja. Genauso die Gedanken in der Samenzelle, Vater, Großvater, Urgroßvater und hier die Ahnenreihe. Auch diese Gedanken prägen sich in der Samenzelle. Mhm. Das zusammen steuert wiederum dein Leben. Ich habe vorhin so ein, wir haben über so ein ganz tolles Beispiel gesprochen, über die Augen. Ja. Hier sollte man ja sich mal bedenken und klar machen, alles was mit den Augen zu tun hat, kann die Ursache sein, als deine Mutter mit dir schwanger war und in der Zeit, als sich deine Augen ausgebildet haben, als du Embryo warst, mhm, und die Mutter durfte in dieser Zeit einen Schmerz erleben, dann hat dieser Schmerz einen unglaublichen Einfluss auf später deine Augen, wie du die Welt siehst. Dieses Erlebnis während der Ausbildung als Embryo deiner Augen, das hat einen Einfluss auf später dein Leben, wie deine Augen sind. Und so gibt es viele Themen, die unser Geist, die Alchemie beeinflussen. Ja, ja, klar, natürlich. Und wenn natürlich dies Plan der Seele und die Gedanken des Geistes, die zwei Komponenten haben unglaublichen Einfluss auf deinen Körper. Mhm. Und hier reagiert dein Körper. Und auf der Grund der Reaktion des Körpers, da kannst du erkennen, wo stimmt die Alchemie nicht. Mhm. Wenn du eine Unpässlichkeit hast, egal in welcher Form, ob du Knieschmerzen hast, ob du Arthrose hast, ob du Augenprobleme hast mit den Ohren, mit der Nase, Lungenprobleme, Schilddrüse, was viele Leute haben, oder ob es die Demenz ist oder Parkinson, egal was es ist. Jede Unpässlichkeit ist ein Zeichen, dass die Alchemie nicht stimmt. Mhm. Und ein guter Schamane ist in der Lage, über diese Unpässlichkeiten und natürlich auch über die Finger, da habe ich ja ein ganz tolles Buch geschrieben, das ja, glaube ich, vielen Hörern schon bekannt ist, mein Fingerbuch. Das haben wir auch schon ganz oft vorgestellt. Ja. Und ich glaube, hier, wenn man erkennt, wo die Alchemie nicht stimmt, dort die Blockade auflöst und die Alchemie wieder die richtige Mischung, mhm, ins richtige Verhältnis setzt, da kommt automatisch der Erfolg, sprich das Geld. Leuchtet irgendwo ein. Und? Also wenn alles so zum Drittel schön ausgeglichen ist, kann ja dann nur die Materie noch folgen, sprich Geld oder Erfolg. Ja. Ich komme ja immer aus der Automobilbranche, nach wie vor noch, das war ja so ursprünglich mein Leben. Mhm. Und wenn man sich mal vorstellt, heute fährt ja fast jeder Auto. Mhm. Wenn du die Handbremse angezogen hast, dann kannst du machen, willst du willst, dein Auto wird einfach nicht gehen. Und wenn der Tank leer ist, wird dein Auto auch nicht gehen. Du kannst es schieben, solange du willst, irgendwann geht dir die Luft aus. Und da sagt man ja auch,
die Alchemie muss stimmen, der Luftdruck, der Motor, der Sprit, die Handbremse muss los sein und dann rollt dein Auto. Aber wenn da die Alchemie nicht mehr stimmt, rollt es auch nicht mehr. Und genauso ist es bei uns Menschen auch. Ja. Wenn die Alchemie, die Harmonie nicht stimmt, dann rollt es einfach nicht. Und da kann man machen, was man will. Du hast etwas sehr Schönes vorhin gesagt, möchte ich noch mal so ein bisschen nachraten, mit der Ahnenreihe. Ahnenreihe der Mutter, Ahnenreihe des Vaters. Ist sehr einleuchtend, dass das natürlich auch, wenn man mal einen jeden prägt. Einen jeden. Was ist jetzt, ich meine jetzt so, armes Menschenkind wird geboren, kann ja nichts dazu, wenn die Ur-Ur-Urgroßmutter mal komisch gedacht hat oder der Ur-Ur-Urgroßvater. Was kann man da tun? Wie erkennt der Mensch das für sich überhaupt? Das sind so wiederholende Muster. Ich will dir mal das an einem bescheidenen Beispiel sagen. Das Kind wird geboren, der Vater hat immer den Gedanken, er ist zu schwach, er schafft es nicht und er kann es nicht. Und jedes Mal, wenn sein Nachwuchs irgendetwas sagt, sagt er, du kannst es nicht, du schaffst es nicht. Auch dieses Thema ist schon weit in der Ahnenreihe zurück. Ja. Der Urgroßvater hat es zu dem Großvater gesagt, der Großvater zu dem Vater und jetzt sagt es der Vater zu dem Jungen. Richtig. Hier kann der Junge, nur als Beispiel, diesen alten Glaubenssatz unterbrechen, indem er einfach mal selber etwas versucht, was der Vater bisher immer abgetan hat, du schaffst es nicht. Mhm. Und ich glaube, hier ist es auch wichtig, dass wir in unserem System eine Plattform schaffen, wo wir den jungen Leuten, die eine andere Sichtweise haben, in dieser Plattform erklären, versuch's doch einfach. Ja, finde ich gut. Versuch's ganz einfach. Ja. Lass dich doch nicht von anderen beeinflussen, die sagen, du kannst es nicht, du schaffst es nicht, du bist zu dumm dazu. Mhm. Und ich glaube, das ist das, dass wir in uns das Bauchgefühl verändern sollten. Ja. Die Sichtweise verändern sollten. Und dass wir einfach mehr auf unsere Intuition hören, weil die Seele ist ja nicht hier, um alte Glaubenssätze zu leben, sondern um einen neuen Weg zu gehen. Und ich glaube, dass wir auch hier bei mir in der Ausbildung den Leuten aufzeigen, dass sie einen anderen Weg gehen können, dass sie Fähigkeiten besitzen, die in ihnen schlummern, diese Fähigkeiten, aber die sie halt nicht leben können, weil sie in der Angst leben mit diesen alten Glaubenssätzen, du kannst es nicht, du schaffst es nicht, du bist zu schwach. Und man kann es nur probieren. Richtig. Und die Sichtweise verändern. Und plötzlich, auf einmal, kriegen viele Schüler von mir eine komplett andere Sichtweise und leben das ganz anders. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Fällt mir gerade in dem Zusammenhang ein. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, geht nicht, gibt es nicht. Genau. Du musst es probieren, um festzustellen, ob es geht. Das hat mein Vater auch immer zu mir gesagt. Ich fand das so gut, weil ich habe dann wirklich mich ganz oft an Dinge herangetraut, wo ich dachte, naja, versuch's mal. Und siehe da, es ging. Du kannst auch sehen hier in meinem Flyer, die sieben Chakren des Lebens aufgeschrieben. Ich sehe es gerade hier, ja. Die sieben Chakren haben eigentlich eine ganz andere Bedeutung für mich. Weil wir leben ja diese sieben Punkte, und das habe ich auch in dem Flyer genau beschrieben, wenn du diesen Flyer aufmachst, ist jeder einzelne Punkt beschrieben. Der erste Punkt ist die Erwartung. Ja. Und hier gibt es diese Flyer, da habe ich jeden einzelnen Punkt dann nachher genau beschrieben. Und wenn du ein bisschen offen bist mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen, und dich ein bisschen neu orientierst, ohne zu werten, ohne was zu erwarten, verändert sich dein Leben. Nur wir erwarten immer etwas, wir werten immer. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir versuchen, nichts zu erwarten, weil die Seele hat es geschrieben. Ist nicht so einfach. In der Sekunde, wo du etwas erwartest, ist das wie beim Auto, du ziehst die Handbremse an und blockierst dich selber. Gutes Beispiel. Und wenn du nichts erwartest, kann alles zu dir kommen. Nur durch die Erwartung tust du dich in deinen Gedanken wieder in einen Pfad einengen
Und dabei siehst du das, was rechts und was links ist von dem Pfad nicht, weil dein ganzer Fokus auf die Erwartung ausgerichtet ist. Das stimmt. Und so ist es aber in allen Lebenslagen, ob das privat ist, ob das beruflich ist, ob das in der Schulausbildung ist. Von den Kindern wird immer etwas erwartet. Wenn man den Geist freien Lauf lässt, entwickelt sich der Geist unglaublich. Und es kommen Informationen aus früheren Leben, aus diesem Leben und hier wieder zusammengemischt in die richtige Alchemie, dann bist du auf dem richtigen Weg. Richtig. Nur die Erwartung klemmt uns. Richtig. Und da habe ich eben diese 7 Chakren, wenn du den Flyer nochmal aufmachst. Ja. Nein, aufmachen. Dann siehst du dort an der Seite, da habe ich diese Punkte ganz wichtig nochmal beschrieben. Ja. Wenn du diese 7 Punkte beachtest, die Erwartung, die Planung, die Priorität, dann die Eigenliebe, die mit all diese Punkte, das Vertrauen zu dir und die Ausdauer. Ja. Wenn du diese Punkte lebst, verändert sich dein Leben komplett. Also ich finde es sehr gut, diese Aufschlüsselung nochmal. Ich gebe mir jetzt gerade nochmal bei der Erwartung. Erwarte nichts, werte nicht, urteile nicht und verurteile nicht. Genau. Ganz wichtig. Ihr neigt natürlich immer dazu, sehr schnell zu werten. Zu urteilen und zu verurteilen. Mm. Aber wissen wir, was diese Seele für einen Weg geplant hat? Genau, die man verurteilt. Mm. Wir haben eine Sichtweise, die wir aufgrund von äußeren Einflüssen, wie aus dem Elternhaus, aus dem Kindergarten, aus der Schule, aus der Ausbildung, hier wurde uns eine Sichtweise aufgedrückt. Und dadurch entsteht natürlich ganz schnell die Wertung, das Urteilen und Verurteilen. Der schafft es nicht, der kann das nicht, der ist zu blöd dazu. Ja, ja. Aber er ist doch gar nicht zu blöd dazu, er hat nur eine andere Sichtweise. Genau. Und er braucht etwas länger vielleicht. Er macht es vielleicht anders. Jeder löst eine Aufgabe anders. Das ist richtig. Nur wir erwarten immer, dass er unserer Sichtweise entspricht. Der Sichtweise der Eltern. Der Sichtweise des Lehrers, der Sichtweise des Ausbilders. Lass doch die Kinder ihren freien Lauf, lass sie doch machen und schau an, was sie für ein Produkt bringen. Vielleicht ist das was Besonderes. Und das finde ich dann immer wieder gut. Ich bin sehr oft im Waldkindergarten unterwegs. Und mit diesen Kindern zu arbeiten, zu sehen, wie sie in der Natur leben, das ist was Phänomenales. Das glaube ich. Und dort ist eben keine Erwartung. Genau. Dort ist kein Werten, kein Urteilen, kein Verurteilen. Wenn sie in die Pfütze rennen, lass sie machen, damit sie ihre eigene Erfahrung sammeln. Finde ich gut. Und ich bin sehr oft in Österreich momentan unterwegs, weil ich dort sehr viele Vorträge mache. Das geht eigentlich von Wien über Linz, Klagenfurt, Graz. Also ich bin sehr viel unterwegs. Und dort habe ich einen Schriftsteller getroffen, mit dem ich in der Zwischenzeit eine sehr gute Freundschaft habe, mit dem Martin Selle. Und er schreibt Kinderbücher. Ah ja. Und wir planen jetzt zusammen ein Buch zu schreiben. Das wird ein ganz interessantes Projekt. Ich bin gespannt, ob es zustande kommt. Eine Seele inkarniert in der Stadt. Eine Seele inkarniert auf dem Land. Beide Seelen schreiben dem Schamanen, sprich mir, einen Brief, was die Seele in der Stadt erlebt als Kind und was die Seele auf dem Land erlebt als Kind. Das wird so der erste Teil des Buches, ein kleines, das schönes Buch. Das ist sehr vielversprechend an, finde ich gut. Dann kommt der zweite Teil des Buches, die Kinder, die Jugend, die Erfahrung mit Freundinnen, die Erfahrung mit der Schule. Was erlebt das Kind in der Stadt? Die Seele. Was erlebt die Seele auf dem Land? Da kommt der dritte Teil, die Familie. Was erlebt da die Seele in der Stadt? Und sie schreiben immer dem Schamanen. Der Schamane schreibt zurück. Und dann als nächstes, das letzte Buch, wird es da sein als Pensionär, als Rentner. Ach, schön. Und dann, wenn die Seele wieder sich auf den Weg macht, nach Hause zu gehen. Wie die Seele in der Stadt es empfindet, wie die Seele auf dem Land es empfindet. Und all diese Gespräche von der Seele Stadt und der Seele Land kommen zu dem Schamanen und der Schamane gibt dann
seine Sichtweise dazu. Ich freue mich auf dieses Projekt. Das wird mit Sicherheit. Auch das ist wieder die Harmonie, damit man erkennen kann, wie geht es der Seele da, wie geht es der Seele da. Genau. Und das haben wir, glaube ich, verlernt. Richtig. Dass wir nicht mehr offen sind für alles. Genau. Wenn ich höre, dass jemand aufs Land zieht und sich dann aufregt wegen Kuhglocken, dann muss ich nur sagen, hallo. Ja, finde ich aber auch. Ich finde es einfach schön. Ich habe hier gerade einen Punkt, Eigenliebe. Liebe dich selbst, so wie du bist, Spiegelübung dahinter. Achte darauf, mit wem du deine Zeit verbringst, ist auch wichtig. Ganz wichtig. Und achte und beachte dich selbst, Wertschätzung, ich denke auch ein ganz wichtiges Thema. Verurteile nicht dich selbst, denke ich mal. Ne? Wir haben ja bei uns so ein Seminarteil. Dieses Seminarteil heißt Geist der Beziehung. Ja. Nicht der Beziehung im Außen, sondern der Beziehung zu sich selber. Erst wenn wir in der Lage sind, uns selbst wertzuschätzen, uns selbst zu achten und zu beachten und sich selber zu lieben, dann erst bist du im Herzen und dann erst bist du in der Lage, die Liebe nach außen zu senden. Genau. Weil die Energie des Herzens, die ist 5000 Mal stärker wie die Energie deiner Gedanken. Und ich glaube, wenn man in früheren Leben und jetzt in diesem Leben, in der Kindheit, immer wieder gesagt bekommt, du schaffst es nicht, du bist zu schwach, du bist zu dumm. Irgendwann ziehen wir uns dann zurück und wir werden nichts mehr sagen, weil wir Angst haben, wir könnten was Falsches sagen, wenn wir immer wieder gesagt kriegen, du bist zu dumm, das ist nicht richtig, dann ziehen sich viele Menschen zurück und sagen nicht mehr, was sie im Herz fühlen. Sie versuchen dann immer etwas zu sagen, um geliebt zu werden, um beachtet zu werden, aber sie sprechen nicht mehr aus dem Herzen. Ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Manko, dass die Leute haben, dass sie nicht mehr aus dem Herzen sprechen. Und wenn wir hier wieder ohne Erwartung sind, ohne Wertung, ohne Urteilen, dann kommen diese Eigenliebe rein. Ja, richtig. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir hier das sehen, lass jeden so, wie er ist, weil jeder ist etwas Besonderes. Ich vergleiche das wieder, ich muss immer wieder auf meine Autos kommen. Ein Gokomobil oder ein Trabi ist was ganz Besonderes. Ja. Ein VW Käfer oder ein Ford oder ein Audi oder ein Porsche oder ein Jaguar. Jeder ist etwas Besonderes, da wo er steht. Der Geländewagen ist im Gelände gut, da taugt der Porsche gar nichts. Richtig. Und auf der Rennstrecke ist vielleicht der Porsche und der Ferrari und der Jaguar gut, aber es muss auch welche geben, die Getränke an die Strecke bringen, die den Sprit hinbringen. Ja. Da sind die LKWs dann dafür zuständig. Ja. Deshalb ist jeder etwas ganz Besonderes. Ja. Und so ist es bei uns Menschen auch. Der eine ist für das prädestiniert, der andere für das. Und jeder ist etwas Besonderes, wenn die Alchemie in ihm stimmt. Stimmt, ja. Und zu der Alchemie gehört auch die Eigenliebe dazu. Liebe ich mich so, wie ich bin? Das ist auch so ein Faktor. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, denke ich, ja. Das sind ja die einzelnen Punkte, ich sag mal die Oberpunkte, Erwartung, Planung, Priorität, Eigenliebe, Motivation, Vertrauen und Ausdauer. Genau, die wichtigsten Punkte. Also ich finde die ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen sehr gut beschrieben. Mir gefällt das sehr, sehr gut, also auch mal die 7 Chakren deines Lebens aus dieser Sichtweise zu sehen. Ne? Genau, das ist eine ganz wichtige Sichtweise. Finde ich ganz, ganz toll. Wir Menschen leben ja immer in der Planung. Wir planen, heute mache ich das, hier mache ich das, ich mache das, ich mache das. Und wenn die Planung dann nicht eintrifft, weil etwas dazwischen kommt, in der Sekunde rauschen viele sofort in die Wertigkeit. Bin ich noch gut genug? Habe ich versagt? Ja. Und die Folge kommt dann später, die Depression. Deshalb ist es ganz wichtig,
Das Leben sollte man planen. So wie ich geplant habe, dass ich heute hierher komme. Ja. Aber egal was du tust, erwarte nicht, dass es in Erfüllung geht. Wenn du planst und erwartest, legst du dir eine Fessel an. Wenn du aber planst, ohne Erwartung, kannst du frei agieren in alle Richtungen. Das stimmt. Nur planen ist wichtig, aber nichts erwarten. Das stimmt. Das ist auch in vielen Geschäftsleben so. Viele Unternehmer planen und erwarten. Dadurch setzen sie sich unter Druck. Mhm. Dadurch kommen sie auch unter Zeitdruck und machen Fehler. Oh ja. Und durch diese Fehler... Und Stress entsteht, ne? Sehr viel Stress. Absolut. Und genauso ist es ja auch in unserem Leben. Ja. Oder? Viele Leute planen, um 6 Uhr geht mein Zug. Dann fahren sie mit dem Auto hin oder mit dem Fahrrad am Bahnhof. Unterwegs haben sie einen Unfall. Schon ist die ganze Planung weg und sie ärgern sich. Ja. Und wenn sie hier eine Planung haben, aber ohne Erwartung, brauchen sie sich nicht ärgern. So einfach ist das. Dann ist der Zug weg. Genau. Gut. Das finde ich auch sehr gut. Ja, ich finde einfach überhaupt dieses Thema, die Alchemie und auch mal diese Seele, Körper, Geist, letztendlich Geld, Materie, mal so im Einklang zu sehen, und das macht man, da macht man sich sogar kein Bild von. Dass man, dass wenn es nicht ausgewogen ist, wir in unserem Leben immer Defizite haben. Die sich natürlich auch körperlich äußern können. Ja, klar. Befindlichkeiten oder wie auch immer. Schau, ich bin jetzt schon sehr lange unterwegs und versuche meine Sichtweise in verschiedenen Seminaren, in verschiedenen Vorträgen rüberzubringen. Und so einen Flyer zu entwerfen ist ja nicht ganz einfach, weil ich ja nicht vom Fach bin. Mhm. Und dann habe ich meine Sichtweise meiner Grafikerin, meiner Werbeagentur gegeben und habe meine Werbeagentur darum gebeten, mir einen Vorschlag zu machen. Und die Werbeagentur kennt mich, die kennt meine Gefühle, die kennt meine Sichtweise, sie kennt meine Denkweise, meine Art der Arbeit, und das war der erste Vorschlag und der war für mich so, so perfekt für mich, ja, dass ich sagen muss, sie hat meine Seele erkannt, hat für meine Seele etwas gebracht. Mein Geist hat gesagt, es passt, und mein Gefühl, der Körper, sagt super. Und damit stimmt die Alchemie, und darum habe ich mich entschlossen, das so zu machen. Ich finde es einfach gut, also das ist ganz toll. Die Kombination. Ja, also absolut, das ist absolut toll. Ich habe hier noch etwas, das habe ich gelesen, hier hinten auf deinem Flyer. Die 6 Stufen der Kommunikation. Das ist auch etwas, wo ich da noch mal ein bisschen drauf eingehen möchte, denn ich glaube, das ist auch ganz wichtig, Reinhard. Ich glaube, dass das sogar ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Viele Menschen kommen zu mir, hören meine Vorträge und besuchen meine Seminare. Und während dem Seminar spüre ich immer wieder, dass sie mit ihren Gedanken manchmal ganz woanders sind, indem sie sich nebenan mit jemandem unterhalten, dann haben sie das eine oder andere nicht mitbekommen. Und die Erfahrung zeigt einfach, dass wir in bestimmten Zeitabständen eine bestimmte Menge, was wir gehört haben, wieder vergessen. Ja. Da gibt es so prozentuale Einteilungen, die ich in dem Flyer beschrieben habe, die jetzt. Und meine Intention war, dass ich den Leuten anbiete, dass ich mir wirklich die Zeit für sie nehme in einem Telefonat. Ich bekomme sehr viele Telefonate. Nur in den ganzen Telefonaten ist natürlich, weil ich immer wieder so Zeitfenster habe zum Telefonieren, ist die Zeit immer sehr kurz und da bin ich immer sehr kurz angebunden. Und da habe ich mir überlegt, wie kann ich den Leuten etwas anbieten, dass sie wirklich mit mir über langen Zeitraum telefonieren können. Und da habe ich mir überlegt, dass ich eben dieses Telefoncoaching anbiete. Ja. Die Leute überweisen mir einen Betrag und dafür bekommen sie
10x30 Minuten ein Zeitfenster, wo sie mit mir telefonieren können. Mhm. Dieses Zeitfenster kann sich die Person aussuchen, da schreibt sie mir eine E-Mail und ich sage ihr dann, um die Uhrzeit bin ich für sie da. Ja, toll. Und dann kann sie eine halbe Stunde oder eine Stunde oder auch anderthalb Stunden mit mir telefonieren. Und dann bekommen diese Leute natürlich auch am Telefon, was wir hier ja auch schon gemacht haben, bei Telefonanrufen, eine wirklich grundlegende Information, was die Seele anbelangt. Ja. Und das sind auch Informationen und Anweisungen, wie sie dann in ihrem Seelenplan eine Veränderung schaffen können. Ich glaube, dass das für viele ein ganz wichtiges Fenster ist, weil man muss sich ja vorstellen, es rufen Leute aus der ganzen Welt an. Ich habe aus, seit wir hier im Radio Lotus Blüte immer wieder diese Interviews waren, ich habe Anrufen aus Dänemark, aus Schweden, aus Finnland, von Irland rufen sie an, von Kanada. Mhm. Also es ist ich muss wirklich sagen, es ist unvorstellbar, aus wie vielen Ländern ich jetzt in den letzten 2 Jahren, seit wir das machen, Kontakte habe. Und es sind oft Leute, die ausgewandert sind, die Deutsch sprechen und die dann wirklich ein Thema haben. So wie jetzt im Moment habe ich gerade jemanden aus Finnland mit dem Thema mit der Nase. Mhm. Oder wie ich aus Irland hatte ich neulich einen, der ganz schwer Arthrose hat. Mhm. Wir haben öfters telefoniert und jetzt schreibt er mir nach einem Dreivierteljahr, nachdem er das getan hat, was ich gesagt habe, er kann wieder mit seinen Händen massieren. Oh. Was er bisher nicht mehr konnte aufgrund der Arthrose. Oh, das ist toll. Und für solche Geschichten habe ich eben das hier ins Leben gerufen und ich muss sagen, es wird sehr gut angenommen. Das kann ich mir gut vorstellen, ist ja ein toller Top-Angebot. Ja, finde ich also auch. Also wirklich, 10 Coachings, sage ich mal so, a 30 Minuten, 580 Euro, da kann man wirklich... Netto plus Mehrwertsteuer. Netto, genau. Mhm. Wir haben ja auch die Mehrwertsteuer. Genau. Ich finde das ganz, ganz wichtig und vor allen Dingen, es gibt auch eine ganz andere Nähe. Unbedingt. Du stehst nicht unter Zeitdruck, derjenige kann wirklich mal seine Anliegen gut herüberbringen. Ja, vor allem, ich nehme die Zeit. Ja. Und er kriegt wirklich eine top seelische Beratung dafür. Genau. Mit der er auch was anfangen kann. Eine sehr schöne Sache, wirklich. Also das ist schon klasse. Dank unserer Technik. Ja, muss man dazu sagen. Ja, ihr Lieben, auf die Seminare von Reinhard werde ich natürlich gleich mit Sicherheit noch eingehen. Jedoch jetzt gönnen wir uns und euch ein kleines Päuschen und sind gleich wieder für euch da. Nun melden wir uns natürlich wieder zurück nach dem kleinen, schönen Päuschen, was wir uns alle gegönnt haben. Reinhard, ich sagte ja schon vor der Pause, du machst ja sehr viele Seminare und auch Ausbildungen auf jeden Fall. Und ich lese hier in deinem Flyer etwas, ich glaube, es geht um eine Ausbildung. Das ist so ein Seminaraufbau und du sagtest mir vorhin in der Pause auch, das geht über 20 Tage. Und ich habe mir das gerade mal so ein bisschen in der Pause so durchgelesen.
Das ist ja nun wirklich absolut spannend, aber vielleicht magst du mal etwas dazu sagen. Na gut, die Ausbildung gibt es natürlich in zwei Variationen. Ja. Die dauert tatsächlich 20 Tage. Wir haben einmal die Möglichkeit, immer am Wochenende, Samstag, Sonntag, dieses Seminar zu besuchen. Mhm. Und wir haben auch aufgrund von einer sehr großen Nachfrage, haben wir uns dazu entschlossen, dass wir 4 Blöcke machen, à 5 Tage. Mhm. All diese Termine, wo die stattfinden und wann die stattfinden, sind auf meiner Webseite beschrieben. Wer da Fragen hat, kann mir eine E-Mail schreiben und ich gebe ihm dann das Terminfenster, wann das stattfindet. Diese Seminarteile haben natürlich den Hintergrund, dass wir lernen, mit der Seele zu kommunizieren. Mit der Seele zu kommunizieren ist natürlich ein ganz banales Thema, wenn man weiß, wie. Tja, dazu habe ich natürlich dieses Fingerbuch geschrieben, das ist der absolute Bestseller ist vom Verlag, vom Schörner Verlag. Und für meine Schüler eigentlich ein Muss ist. Wir kommen die nicht drumherum. Und das sind so Inhalte von den Seminarteilen. Wir werden die ersten 2 Seminarteile sehr einfach anfangen mit der Aura, warum die Aura da ist, was der Hintergrund der Aura ist. Mhm. Und werden natürlich schon ganz sehr intensiv über die Sprache der Finger reingehen bei dem ersten Teil. Der zweite Teil, der hat das Thema Chakren. Wir werden natürlich über die Chakren reden, über die Chakrenarbeit. Ich werde auch hier eine ähnliche Geschichte zeigen mit den Chakren, wie Reiki funktioniert. Mhm. Weil ich bin natürlich in der Ausbildung auch Reiki-Meister und Reiki-Lehrer und habe das in die schamanische Chakrenarbeit mit eingebaut. Wunderbar. Auch das Thema werde ich dort weitergeben. Aber der eigentliche Grund ist, damit die Schüler in Teil 1 und Teil 2 sich besser kennenlernen. Ja. Wenn es nämlich zum Teil 3 kommt, sollte sich der Schüler schon öffnen, dass wir tief ins Unterbewusstsein kommen. Aber man kann sich nur öffnen, wenn man sich mit anderen schon bekannt gemacht hat. Ja, das wenn stimmt. Wildfremde Menschen kommen zum Teil 3, die er nicht kennt, kann er sich nicht öffnen. Mhm. Deshalb ist das Teil 1 und 2 ein ganz wichtiger Punkt. Dann geht es natürlich bei dem Teil 3 um das innere Kind, innere Frau, innere Mann, ja. Um diese Energien zu leben. Wir haben verlernt, das Spielerische, das Kindliche in uns zu leben. Und dieses Teil sorgt dafür, dass wir da wieder in die Lage kommen, unser inneres Kind zu leben. Mhm. Wie durch Pfützen springen, an Haustüren zu klingeln, mal ins Kino zu gehen, einen Trickfilm anzuschauen. Mhm. Einfach auch das Weibliche zu leben, sich Pause für sich zu gönnen, schönes Buch zu lesen. Natürlich auch der innere Mann, klar strukturiert, Aufgaben übernehmen. Dann kommen wir zu dem vierten Teil. Hier gehen wir natürlich schon ganz, ganz tief in die Seelenebene, wo wir Flüche, Schwüre, Gelübde, Versprechen sowie Armutsgelübde auflösen. Ja. Dann haben wir natürlich auch Besetzungen. Implantate sind da mit drin, Elementale. Und natürlich auch, was ganz wichtig ist bei diesem Seminarteil, dass wir die Besetzungen rausschauen. Ich habe natürlich auch über jedes Seminarteil, was wir durchführen, so ein kleines Büchlein geschrieben. Ja. Und hier kann man das alles nochmals in dem Buch nachlesen. Weil wie wir schon eingangs gesagt haben, der eine redet mit dem, der andere redet mit dem und vergisst natürlich das eine oder das andere. Stimmt wohl, ja. Und da haben wir eben diese Büchlein dazu als Seminargrundlage, die die Schüler dann bekommen. Und damit kann man das sehr gut nachvollziehen. Genau. Dann haben wir natürlich den Teil 5. Das ist ein ganz prägnanter Teil, weil hier gehen wir weit zurück, auch in der Ahnenreihe. Ja, ja. Hier arbeiten wir die Eizelle auf. Was hat die Mutter gedacht bei deiner Zeugung? Was waren die Gedanken der Großmutter, der Urgroßmutter? Also wir arbeiten hier komplett die Energie der Eizelle auf, auch aus der Ahnenreihe zurück. Dann haben wir die Samenzelle, Gedanken Vater, Großvater, Urgroßvater. Dann kommt deine Geburt, die Urzelle. Und dann werden die 9 Schwangerschaftsmonate neu aufgebaut. Und all dies zusammen verändert natürlich deine Denkweise, deine Handelsweise. Und dann kommen ein paar Teile dazu, wie man die
Arbeit machen kann, indem er mit den Körperteilen kommuniziert. Mhm. Dann kommt ein Teil dazu, wo man erkennen kann, woher kommt die Unpässlichkeit von außen, die Seelenkommunikation mit der Blume. Mhm. Und so zieht sich das Stück für Stück durch das Seminarteil. Später kommt dann noch ein Seminarteil, die Namenslöschung dazu. Eins ist ja hier nochmal ganz, aber das spricht mich wenigstens an, Lichtkugel, Lichtei. Ja, das kommt mehr aus das Lichtkugel und Lichtei. Das ist so eine energetische Geschichte. Die Lichtkugel, die formt man, um Energien, Blockaden aus dem physischen Körper rauszuziehen. Und das Lichtei, das ist eine Energiekugel, die wir brauchen, um die Aura wieder zu heilen. Mhm. Auch das sind Vorgänge, mit denen wir arbeiten. Mhm. Das wird alles so im Seminar eingeflossen. Finde ich sehr wichtig. Und das Interessante noch an dem Seminar, ich glaube, da sollte man auch drüber reden, ist die Aufarbeitung des Vornamens. Wir haben ja, glaube ich, im letzten Gespräch schon mal darüber geredet, über den Vornamen. Ja. Darum ist das ein Seminarteil, der ganz, ganz wichtig ist. Oh ja. Weil, wenn ich nur mal das X nehme, so als, wir können ja zwei Beispiele nochmal ansprechen. Mhm. Einmal das X zum Beispiel. Wenn wir das X nehmen, hier haben wir natürlich ein Thema, wenn wir das ein bisschen drehen, dann haben wir einmal das Senkrechte, die männliche Energie, mhm, und wir haben einmal das Waagrechte, die weibliche Energie. Und wenn wir das jetzt wieder ein bisschen drehen, so wie beim Alexander oder bei der Beatrix, das sind so Zeichen, wer ein X in seinem Namen hat, da war die Seele am Überlegen. Lebe ich meinen Seelenplan, den ich geplant habe, als Frau oder lebe ich ihn als Mann? Das ist das X. Mhm. Oder wenn ich zum Beispiel das O nehme, das O beim Otto, Oskar, auch als Ö. Alles, was ein O hat im Namen, war in früheren Leben ein Gefangener. Nicht ein Gefangener im Gefängnis, sondern ein Gefangener in der Verantwortung. Mhm. Beispiel dazu, wenn er in seinem früheren Leben Berufssoldat war, dann war er ein Gefangener in der Verantwortung als Soldat. Mhm. Oder er war zum Beispiel Mönch oder Nonne im früheren Leben. Dann war er auch ein Gefangener, er konnte seine Freiheit nicht leben. Und jetzt, wenn er ein O hat, dann ist er in dieser Inkarnation eben auch immer wieder an diese alten Muster gebunden. Ich bin's nicht wert, frei zu sein. Und über die Namenslöschung des O's, sprich die Blockaden aufzuarbeiten, verändert er sich und er wird wieder frei und bewegt sich ganz anders. Auch der Punkt auf dem I. Hier symbolisiert der Punkt die Energie, die in dem Punkt sitzt, die Ausdehnung in alle Richtungen gleichmäßig. Mhm. Das heißt, diese Seele besitzt ein Potenzial, ein Wissen, ein Können, das sie nicht leben kann, weil sie immer das Muster hat, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug. Und über diesen Punkt, die Auflösung, löst man dieses Glaubensmuster auf und er explodiert mit seinem Wissen, mit seinem Können. So gibt es in jedem Seminarteil eine ganz, ganz besondere Blockadenlösung. Aber unterm Strich, nach diesen 12 Teilen, das ist das Ziel, dass du in der Lage bist, im Bruchteil von Sekunden auf dein Bauchgefühl zu hören und zu vertrauen. Mhm. Dadurch verändert sich dein Leben. Super. Das ist der Hintergrund. Ja, du, ganz, 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 ganz toll. Vor allem diese 12 Punkte. An den Ausbildungen. Also ich finde das klasse. Ich finde es auch sehr, sehr gut. Ich meine, man kann es auf deiner Webseite natürlich nachlesen. Reinhard-Stengel.de nochmal. Oder auf der Referentenseite bei Radio Lotusblüte, da findet man Reinhard natürlich auch. Einfach mal klicken, auch dort findet ihr die Termine. Und ja, ich denke, diese 4-5 Tage, die finde ich schon wieder gut. Man muss natürlich dazu sagen, wir haben auch Leute, die finanziell nicht in der Lage sind, weil sie eben noch nicht in der richtigen Alchemie stecken. Mhm. Für diese Personen habe ich 4 Seminarteile kreiert, die nur 3 Tage dauern, weil manche können sich eben diese 20 Tage nicht leisten, auch zeitlich nicht leisten.
Und in diesen drei Tagesseminaren, das sind vier Stück, habe ich da kreiert, da ist einmal ein Seminarteil drin, das innere Kind, innere Frau, innerer Mann. Das kann man extra buchen. Oder es gibt einen Seminarteil, die Aufarbeitung Eizelle, Samenzelle, Urzelle, Schwangerschaft. Das ist ein extra Seminarteil. Dann habe ich ein ganz interessantes Seminarteil kreiert. Man nennt es Geist des Geldes, Geist der Beziehung. Toll. Zu sich selber, auch weil viele eben dieses Thema Geld haben. Ja. Damit sie hier unglaublich viele Blockaden lösen. Und als letztes Seminarteil, als viertes 3-Tage-Seminarteil, habe ich nochmal eins kreiert. Flüche, Besetzungen und natürlich Aufarbeitung von Gelübden, Versprechungen, Verwünschungen, dass mit auch hier frei wird. So haben die Leute die Möglichkeit, der eine kann das 3-Tage-Seminar besuchen, der andere kann das 3-Tage-Seminar besuchen oder er kann die Ausbildung buchen. In der Ausbildung sind all diese drei Teile natürlich auch enthalten. Toll, super. Ich denke, das ist auch vom finanziellen Aspekt her, hat man eine große Wahl und das ist ganz gut so. Ja. Ich sehe gerade, ich habe ja noch ein anderes Heft. Du gehst auch zum Messen. Ja, ich war jetzt gerade auf den Schirmertagen in Darmstadt und bin jetzt natürlich gestern noch bei einem Tagesseminar gewesen und jetzt heute hier. Und die nächste große Messe, wo man mich wieder live erleben kann, da bin ich 3 Tage. Ja. Das ist die Messe Gesund und Glücklich in Klagenfurt. Ah ja. Und die findet, du hast das Prospekt hier, da steht ich das drauf. Ich habe es hier drin, muss ich mal eben das obere, aufsetzen und kann ich das nicht lesen. Ganz oben rechts. Die findet am 20.11. statt in Klagenfurt. Nee, da musst du mal schauen, hier ist die Messe. Ach hier, ach Messe, Gesund und Glücklich. Genau, die Messe Gesund und Glücklich. 17. bis 19.11. in Klagenfurt, da ist genau. es. Und auf dieser Messe kann man mich live erleben, von 17. bis 19.11. Und am 20.11. mache ich noch in Klagenfurt ein Tagesseminar. Genau, sehe ich gerade, ja. Und in diesem Tagesseminar, dort erkläre ich und zeige ich einen Querschnitt aus meiner Schule aus. Das immer sehr gerne besucht wird und das auch unglaublich viel Wissen vermittelt, wie man Blockaden auflösen kann, wie man Allergien auflösen kann. Also da kommt ein richtig guter Querschnitt aus meiner Schule raus. Super. Also wie gesagt, für alle, die vielleicht in der Nähe von Klagenfurt sitzen oder ja einfach diese Messe Gesund und Glücklich mal besuchen möchten, vom 17. bis 19.11. Reinhard Stengel, persönlich auf der Messe, ja klar. Persönlich. Ich habe auch dort einen großen Stand auf dieser Messe. Ja, eben. Und ich habe, für Österreich habe ich eine neue Agentur, die mich jetzt nur in Österreich betreut und für mich alles dort organisiert. Und auch diese Agentur, bei der kann man sich dann anmelden über meine Webseite. Prima, das ist super. Also wie gesagt, schaut immer auf Reinhard Stengels Webseite, dort findet ihr erstens alle Termine, zweitens auch die Anmeldungen. Wo muss ich mich wann, wie anmelden? Das finde ich ganz wichtig. Oder ihr schaut bei Radio Lotusblüte auf den Referentenseiten, da findet ihr das schöne Foto von Reinhard Stengel. Einfach draufklicken und schon öffnet sich die Seite und ihr habt alle Informationen, die ihr braucht, sofort da. Ja, Gesund und Glücklich, eine schöne Messe ist das. Ich glaube, da warst du schon mal. Ne? Ja, da bin ich jetzt schon das 4. Mal auf dieser Messe. Und das ist natürlich für ein breites Publikum geöffnet. Ja. Es kommen sehr viele Leute und hier haben die Leute natürlich die Möglichkeit, mit allen Referenten zu reden, zu sprechen. Ich werde auch auf dieser Messe wieder über den Vortrag eine Aufzeichnung machen, die ich dann auf YouTube einstellen werde, damit ich... Ich habe ja immer das Bestreben und es hat sich ja auch hier schon immer wieder gezeigt, dass ich mein ganzes Wissen und meine Sichtweise versuche, so vielen Menschen zu öffnen. Ja. Und ich möchte nichts für mich behalten, sondern ich möchte einfach, dass alle, alle einen Teil meiner Sichtweise wahrnehmen und sich dann ihre Meinung bilden. Genau, finde ich einfach wunderbar. Ich finde auch. Vor allen Dingen auch. Dieses Wahrnehmen, auch die Sichtweisen mal zu ändern. Ja, klar. Ja, das finde ich auch so wichtig. Was ich immer wieder feststelle, und ich versuche das immer wieder auch meinen Schülern zu sagen,
Mich kann man nicht kopieren. Es geht einfach nicht. Das glaube ich. Und alle sollten sich von verschiedenen Heilern, von verschiedenen Schamanen die Sichtweisen anhören und sich ihre eigene Sichtweise bilden. Ja. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann ist man auf dem richtigen Weg. Genau. Ja. Ich finde das auch immer so wichtig. Ich vergleiche es immer mit den Fußstapfen. Unbedingt. Na, man kann nicht in den Fußstapfen eines anderen. Entweder würde man stolpern oder man würde sich die Beine ausreißen, weil das viel zu groß wäre. Man muss versuchen, seine eigenen. Es war immer ganz interessant, als ich in Montana gelebt habe, war ein alter Schamane da, der sehr gut Deutsch gesprochen hat. Mhm. Und während der Ausbildung wurde ja kein Wort gesprochen. Und abends am Feuer, nach Sonnenuntergang, habe ich ihn immer wieder gelöchert und gefragt. Und er hat mir nie geantwortet. Und irgendwann war ich schon ein bisschen verärgert. Nur er sagt einfach nichts. Genau. Dann habe ich ihn irgendwie bedrängt und habe gesagt, warum redest du nicht mit mir? Das sagt er, weißt du, Reinhard, jede Antwort, die ich dir nicht gebe, stärkt deinen Geist. Mhm. Weil alles Wissen ist in dir. Mhm. War eine interessante Antwort. Weise Worte. Wirklich, absolut. Stärk deinen Geist, weil die Antwort ist in dir. Dann habe ich ihn verstanden. Ja. Weil ich die Botschaft war die, hör auf dein Bauchgefühl. Genau. Die Antwort ist in dir, du brauchst niemanden zu fragen. Vertraue dir selber, liebe dich selbst. Mhm. Und alles ist in dir. Ja. Weil es ist deine Sichtweise. Genau. Hätte er mir geantwortet, wäre seine Sichtweise gewesen. Genau. Und das war, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Eckpfeiler in meiner Ausbildung dort. Toll. Wirklich toll. So ist das Leben. Ja, aber ich finde es auch wichtig, ne? Ja, ich fand es auch. Also das ist immer wie auf dich selbst zu hören, mal nach innen zu gehen, zu lauschen. Mhm. Wir haben immer halt alles in uns. Wir dürfen es nur erkennen. Nur weil wir uns nicht vertrauen, erkennen wir es nicht. Richtig, genau. Das ist das Problem. Genau, genau. Ja, schön. Reinhard, was hast du denn noch, was wir heute... Ja, ich schreibe gerade ein ganz neues Büchlein. Ah ja. Das wird so ein Büchlein, da habe ich ungefähr 40 Themen drin für seelische Hintergründe. Ja. Beispiel, warum entsteht Leukämie? Warum entsteht Gicht, Rheuma, Arthrose? Mhm. Warum entsteht Krebs? Und hier habe ich etwa 40 Positionen gefasst. Ja. Und diese 40 Positionen habe ich den seelischen Hintergrund geschrieben und habe dazu Übungen geschrieben, wie man die Blockade auflösen kann, dass sich das Körper wieder selber heilen kann. Oh, sehr toll. Dieses Buch kommt demnächst, das ist im Moment gerade bei meinem Lektor und wird gerade fertig gemacht und ich hoffe, dass wir das so schnell wie möglich auflegen können. Dann schreibe ich natürlich gerade ein neues Buch über die Alchemie, über das Thema, über was wir jetzt geredet haben. Schön. Und dieses Thema wird dann so ein Buch, etwa so wie das Fingerbuch oder das Rainbowman-Buch. Und hier wird wirklich ganz intensiv darüber gesprochen, was plant die Seele, wie kann der Geist damit umgehen, wie reagiert der Körper und wie stellt sich der Erfolg ein. Oh, auf dieses Buch freue ich mich. Ja, ich habe schon ungefähr 70 Seiten fertig von diesem Buch. Oh, das dauert also noch ein bisschen. Ja, es dauert noch ein bisschen, aber ich habe vor, dass ich das im Frühjahr dann rausbringe. Wunderbar. Also ich arbeite sehr intensiv, weil auch hier ist es für mich wichtig, dass die Zuhörer und die, die es sehen, dass die natürlich auch hier eine Sichtweise bekommen von mir, die sich natürlich auch im Laufe meiner Jahre auch verändert hat. Ah, natürlich, natürlich. Man muss sich vorstellen, ich entwickle mich auch jedes Jahr anders. Weiter. Und jedes Jahr kommt eine andere, eine zusätzliche Sichtweise, die sich verändert durch die Veränderung meines Bauchgefühls, durch die Veränderung meiner Intuition. Genau. Weil ich immer mehr Blockaden von mir löse und dadurch immer offener werde. Ja.
Dadurch verändert sich das. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass jeder die Botschaft versteht. Jeder sollte die Botschaft verstehen. Öffne dich, bleibe nicht komplett immer nur auf der alten Sichtweise sitzen, sondern sei offen für Neues, schau dir Neues an, öffne dich, sei interessant. Genau. Und dann verändert sich dein Leben. Ja, ich glaube, wir haben relativ das Thema soweit, dass ja, was es Neues gibt. Auf jeden Fall, wir möchten uns aber schon bei dir für die neuen Bücher anmelden. Weil wir stellen sie ja immer im Radio Lotus, bitte mit Live-Lesungen aus diesen Büchern vor. Ne? Ich bin wirklich, wirklich ganz, ganz froh, wenn ich bei euch sein darf. Mhm. Und wir können ja auch, wenn dieses neue Buch da ist, wenn wir das vorstellen, werde ich aus diesem Buch lesen. Und vielleicht können wir das ja auch so einrichten, dass wir eine Live-Schaltung haben. Da können die Zuhörer anrufen und fragen. Ach, schön. Dann können wir ja auch mal wieder live an Fragen beantworten, ja, das auch zu ja dem toll, Thema, ne? Weil ich finde, das sollte man den Leuten auch wieder mal anbieten. Anbieten, genau. Weil viele haben eine Frage und wenn sie mich dann nicht live erreichen, und ich bin natürlich schon ein bisschen schwer zu erreichen, aber ich biete das gerne an, dass ich mir mal die Zeit nehme, dass wir mal wirklich ein Zeitfenster finden, wo wir sagen, wir machen eine Live-Schaltung, wo die Leute dann anrufen auch wieder können. Anrufen können, das finde ich ganz toll, super. Ja, und das würde ich dann so in Verbindung mit dem neuen Buch machen. Klasse, das wäre doch klasse, ne? Okay. Du kannst auch mal daraus lesen dann. So ja, selbstverständlich, gerne. Finde ich gerne. Ganz, ganz toll. Ich mache mir da so ein paar ganz spezielle Notizen, was ich wichtig finde, und ich glaube, es sind ja auch so Themen in dem neuen Buch, was wir so anschreiben, oder über was ich sprechen werde, zum Beispiel der Beruf, die Berufung der Seele. Ah ja. Mhm. Jeder Beruf, den die Seele, sprich die Person heute hat, hat ja was damit zu tun, mit seinem früheren Leben. Mhm. Beispiel, nur so ein kleines Beispiel aus dem neuen Buch. Mhm. Wer heute Rechtsanwalt ist, hat in seinem früheren Leben nie Recht bekommen. Und damit er heute das Recht bekommt, ist er Rechtsanwalt. Und so gibt es für alles einen ganz bestimmten Hintergrund. Und so können wir natürlich gerne dann auch ein paar Berufe ansprechen. Oder? Und ich möchte natürlich jetzt nicht zu viel über das Buch verraten, aber so wird das Buch über viele, viele, viele seelische Hintergründe, die uns jetzt in diesem Leben steuern, wo wir die Ursache im vergangenen Leben finden. Ja. Und interessant ist dann, wie man es auflösen kann und dann natürlich auch als Rechtsanwalt der Seele erfolgreich werden können. Super, ganz toll. Das ist so ein bisschen mein Leben, was ich lebe. Ja, ich find's und hier bekomme klasse. Ich immer wieder neue Informationen aus der geistigen Welt, die ich dann niederschreibe. Also wird das nächstes Jahr im Frühjahr irgendwann in der Zeit? Dann wird es soweit sein, dass ich es zumindest im Konzept schon da habe und lesen kann. Ach, wunderbar. Ich denke, das wird dann natürlich eine ganz große Premiere. Ja, mit Sicherheit. Denn das Buch kommt ja dann erst noch raus und Reinhard Stengel wird natürlich dann schon aus seinem Buch hier lesen und auch, ihr habt die Möglichkeiten, dann Fragen zu stellen. Ja, anzurufen und das haben wir ja früher öfters gemacht und ich finde es einfach toll. Da freue ich mich, wenn wir da zusammen einen Termin finden, weil es muss natürlich bei mir terminlich irgendwo reinpassen und natürlich bei euch auch beim Radio und deshalb freue ich mich darauf, wenn wir da einen Termin finden. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Schön. Super. Ja, ich sage von meinem Dafürhalten erstmal ein liebes Dankeschön. Ich finde es klasse, es war wieder. Ich sage ja, es ist nie ein Interview, es ist einfach ein super Gespräch. Ja, finde ich auch. Und sehr lehrreich, vor allen Dingen sehr bereichernd und dafür ein liebes Dankeschön. Ja, ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Gerne. Und ich bedanke mich auch bei den Zuhörern und Zuschauern, dass ihr wirklich so zahlreich auf meiner Seite seid und auch diesem Programm seid. Und ich bin offen, ihr dürft mir gerne schreiben, nur bitte denkt dran, wenn ihr mir schreibt, ganz, ganz wenig und ihr bekommt von mir ein Zeitfenster, wann ihr mit mir telefonieren könnt.
Wer ein längeres Telefonat will, da verweisen wir nochmal auf die Möglichkeit, bei mir ein Telefoncoaching zu machen. Und ich freue mich auf alle Fälle, dass ich hier wieder Gast sein durfte und meine Sichtweise kundtun darf. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke sehr. Ja, und auch ich verabschiede mich jetzt natürlich von euch. Schön, dass es euch alle gibt. Und ich denke, Reinhard Stengel hat uns heute wirklich absolut bereichert. Tschüss. Tschüss.